Mein Name ist Eden Paradise und das sind unsere Themen. Heute geht es um heilige Schriften. Bei meiner ersten Episode gab es ja eine Aufgabe für dich, nämlich eine Bibel zu suchen. Hast du eine gefunden? Jemand sagt: Was redest du? Ich lese jeden Tag darin. Boah, Respekt! Ich schaffe das nicht. Aber ich zeig dir mal, was ich so an Bibeln finden konnte. Boah, die sehen alle unterschiedlich aus. Sogar mit Goldrand. Jemand sagt: Wir haben daheim keine Bibel, wir lernen aus dem Koran. Koran? Oha. Hab ich schon öfters gehört. Jackbox, bitte. Gib uns eine kurze Beschreibung des Korans. Der Koran, so die eingedeutschte Form von Arabisch Al-Qur'an, ist die heilige Schrift des Islams, die gemäß dem Glauben der Muslime die wörtliche Offenbarung Gottes, Arabisch Allah, an den Propheten Mohammed enthält. Der Koran besteht aus 114 mit Namen versehenen Suren. Sie sind grob der Länge nach geordnet, beginnend mit der längsten. Mit Ausnahme von Sure 9 beginnen alle Suren des Korans mit der Basmala-Formel, im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Bismillahirrahmanirrahim. Nach Mohammeds Tod im Jahre 632 nach Christus entstand der erste Koran-Kodex, Mushaf. Ein Kodex war ursprünglich ein Stapel beschrifteter oder zur Beschriftung vorgesehener Holz- oder Wachstafeln, später ein von zwei Holzbrettchen umschlossener Block gefalteter oder gehefteter Papyrus- oder Pergamentblätter. Hast du gesehen, wie vorsichtig der Koran umgeblättert wird? Voll ehrfürchtig. Für mich sah es auch noch so aus, als ob von hinten nach vorne geblättert wird. Mein Freund Karim, den kennst du noch nicht, erzählte mir, dass der Koran in sehr schönem Arabisch geschrieben sei, wie ein Gedicht. Die Originalsprache des Korans sei Hocharabisch. Aber da spricht heute keiner mehr. Vielleicht ist es deshalb so schwierig, den Text gut in andere Sprachen zu übersetzen. Für ganz streng gläubige Muslime ist sowieso nur der Koran in alten Arabisch der richtige. Darum soll ein Muslim oder eine Muslima ihn möglichst auf Arabisch lesen können. Mein Freund Karim sagt auch, viele Verse im Koran reimen sich. So kann er sie besser auswendig lernen. Die Juden lesen ja auch in einem Buch, von dem die Christen alles in ihr altes Testament übernommen haben. Jackbox, bitte, da hast du doch sicher auch eine kurze Beschreibung. Tanach oder Tenach ist eine von mehreren Bezeichnungen für die hebräische Bibel, die Sammlung heiliger Schriften des Judentums. Der Tanach besteht aus den Teilen Torah, Weisung, Neviim, Propheten und Ketuvim, Schriften. TNK ist die Abkürzung der Anfangsbuchstaben dieser Teile. Wieder von hinten nach vorne geblättert. Wir lesen und schreiben in Deutschland von links nach rechts.
Deshalb klappt man den Buchdeckel oder die Buchseite nach links und liest dort oben wieder weiter. Langsam habe ich den Verdacht, wir könnten es vielleicht verkehrt machen. Oder doch nicht? Mal überlegen. Jackbox, was meinst du? Eine Schrift, die von links nach rechts, das heißt rechtsläufig, und von oben nach unten geschrieben wird, kann von Rechtshändern kaum versehentlich verwischt werden. Man kann unmittelbar auch selbst sehen, was man geschrieben hat. Unsere lateinische Schrift ist eine waagerechte, rechtsläufige Schrift. Arabisch wie im Koran und Hebräisch wie im Tanach sind waagerechte, linksläufige Schriften. Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Mongolisch wird traditionell von oben nach unten geschrieben. Ich weiß, dass man zu Anfang, zu Urzeiten, Botschaft in Stein gehauen hat. Da ist es mit dem Hammer in der rechten Hand und dem Meißel in der linken praktischer, von rechts nach links zu meißeln. Also, wie wir gerade gelernt haben, linksläufig, wie bei Arabisch und Hebräisch. Sorry, ihr Linkshänderinnen und Linkshänder. Rechtshändigkeit hat sich auf dieser Welt offenbar bisher besser durchgesetzt. Heutzutage tippt man eher auf der Tastatur oder auf dem Handy rum, da macht das elektronische Gerät dann automatisch die Richtung. Jack Box hat noch viel mehr heilige Schriften im Netz gefunden. Vielleicht war bisher deine heilige Lieblingsschrift noch gar nicht mit dabei. Jackie, bitte zeig uns mal, was du noch entdeckt hast. Der Veda oder die Veden, Sanskrit für Wissen, heilige Lehre, ist eine zunächst mündlich überlieferte, später verschriftlichte Sammlung religiöser Texte im Hinduismus. Die Veden sind neben anderen Schriften heilige Schriften. Die Bhagavad Gita, Sanskrit für der Gesang des Erhabenen, ist eine der zentralen Schriften des Hinduismus. Sie hat die Form eines spirituellen Gedichts. In der Bhagavad Gita bildet sich ein Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna, dem Schüler, ab. Krishna gilt als Avatara, Sanskrit für Inkarnation, Herabkommen, Manifestation Gottes, also als Inkarnation des Gottes Vishnu auf Erden. Er legt dem jungen Krieger und Prinzen Arjuna auf dem Schlachtfeld die Grundgedanken über das Leben dar. Der Guru Granth Sahib ist das heilige Buch der Sikhs, eine in Nordindien gegründete Religionsgemeinschaft. Praktizierende Sikhs, vor allem männliche Religionsanhänger, erkennt man an einem kunstvoll gebundenen Turban. Das Bahaitum lehrt den Glauben an einen allwissenden und allliebenden Gott. Die Geschichte des Bahai-Glaubens begann im Iran. Universeller Friede ist laut Bahai-Schriften das höchste Ziel der Menschheit. Es gibt unter anderem das heiligste Buch sowie das Buch der Gewissheit. Ein Klick auf das i rechts oben führt zu einem guten Erklärvideo. In den verschiedenen Formen des Buddhismus gibt es verschiedene heilige Schriften. Gemeinsam ist allen Buddhisten, dass sie sich auf die Lehre des Siddhartha Gautama berufen, der in Nordindien lebte und von seinen Anhängern Buddha genannt wurde. Für Gautama und seine Anhänger ist es wichtig, dass man Gutes im Leben tut und anderen Menschen und Tieren kein Leid zufügt. Buddhisten glauben an die Wiedergeburt. Tiere und Menschen sterben, aber sie haben eine Art Seele. Nach dem Tod wird man wiedergeboren als ein anderer Mensch oder auch als ein anderes Tier. Wer das Nirvana erreicht hat, wird nicht wiedergeboren. Wie man es erreicht und wie man gut leben soll, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Daher gibt es nicht nur einen einzigen Buddhismus, sondern verschiedene Richtungen oder Schulen.
und auch Schriften. Oh weh, mir raucht bald der Kopf. Dir auch? Warum gibt es überhaupt so viele Schriften? Eine einzige wäre doch viel einfacher. Was meinst du? Heute haben wir gelernt, dass aus unterschiedlichen Ländern ganz viele Traditionen, Sitten und Bräuche kommen. Turban und Teppich, Geschichten und Gedichte, rechts- und linksläufige Schriften, Sprachen und Lebensumstände sind auch ganz unterschiedlich. Mich wundert es nicht, dass so viele Religionen entstanden sind. Man konnte auch nicht so leicht herumreisen wie heute und mal schauen, was die anderen so machen. Menschen denken ja oft, was und wie ich es mache, ist richtig. Stimmt ja manchmal auch. So machte eben im Laufe der Jahrhunderte jede Volksgruppe ihr Ding. Heute haben wir es gut. Wir können uns alles mal anschauen. Mit nur wenigen Klicks ins Internet bin ich in Nordindien oder mitten im Iran. Kann auch ganz einfach auf die Suche nach Gemeinsamkeiten gehen. Kein Wettbewerb und nicht die Frage, was ist die beste heilige Schrift? Bewertungen und Abgrenzungen gibt's schon überall. Viel besser finde ich, voneinander und miteinander zu lernen. Den Ursprung von Althergebrachten zu ergründen. Andersartigkeit wertzuschätzen. Bist du mit dabei? Dann abonniere diesen Kanal und geh mit mir und Jack Borgs auf eine spannende Reise. Mahasalama. Mahasalama bedeutet wörtlich mit Sicherheit oder mit Frieden. Es soll so viel heißen wie, mögest du von Sicherheit, mögest du von Frieden begleitet werden und ist die gebräuchlichste Art, sich auf Arabisch zu verabschieden. Mahasalama.